glaube, genau das, also diese Offenheit für Neues, neugierig bleiben, genauso wie der Sportler in der Wirtschaft gucken muss, wie die das immer wieder machen, Zahlen zu steigern und immer dran zu bleiben, immer aktuell zu bleiben. So kann der Unternehmer vielleicht auch vom Sportler lernen, immer wieder am Ball zu bleiben und zu gucken, wie muss ich auf der Hut sein, dass ich den Anschluss nicht verpasse und dass ich vielleicht immer einen Schritt weiter bin. Nee, das ist das Nonplusultra. Also wenn man den Körper tagtäglich mit den gleichen Reizen belastet, dann wird er irgendwann sagen, oh, das kenne ich schon, da entwickle ich mich nicht mehr weiter. Und genau das zu finden, immer wieder was Neues, den Reiz auszusetzen, dass der Körper überrascht ist, das zieht eine Kontinuität in der Leistung mit, im besten Fall mit einer Steigerung nach sich. Also diese Diskussionen sind ja jetzt bei den Paralympischen Spielen schon aufgekommen, dass der eine sagte, ich hatte nicht das Material für den Sieg. Und da muss man schon sagen, das Material einen sehr, sehr großen Stellenwert hat. Und wenn man sieht, wie das ineinander greift, die 100-Meter-Sprinter, so als bestes Beispiel, zwei Prothesen unten und wenn man sie von außen laufen sieht, sieht man keinen Unterschied. Sie sind schnell, sie sind geschmeidig und ich glaube, da ist Innovation ganz groß geschrieben, dass es so aussieht und dass sie sich so bewegen können. Ja, das fängt ja schon an mit dem Handy, hieß es früher, jetzt heißt es Smartphone. Wie hat man das früher gemacht? Und das sind ja Sprünge, die da vonstatten gehen. Das schlackert man als Laie nur mit den Ohren und die Fachleute sind schon am Thema von übermorgen. Und das ist sehr beeindruckend. Dass ich das alles nicht verstehe, dass ich immer meine Frau brauche, um alles einzurichten. Also das geht ja so schnell, dass ich als alter Sack nicht mehr hinterherkomme und mein vierjähriger Sohn, der ist manchmal weiter als ich. Okay, Prost Mahlzeit.